Jo, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Loot Raider Unboxing Video, ja. Und ich fange direkt mal an und zeige euch mal, was hier cooles in dem Paket ist. So, was haben wir denn hier? Ja, cool. Rübe. Ja, ich guck doch ja. Nur. Ja. Ja, ich weiß, du bist auch jetzt ja, lass jetzt das Paket in Ruhe. Na ja. So, was haben wir denn? Das ist die Jump'n'Run Box, ja, kann ich schon mal vorab nicht, sagen, ne? Hier ist schon mal ein Mystery Candy. So eine coole Metallbox mit ein paar Bonbons drin. So, dann haben wir natürlich das obligatorische T-Shirt, so wie jedes Mal. Ich zeig das gerade mal hier. Ja, mit allen Helden aus dem Nintendo-Universum. Was haben wir noch? Wir haben einen Crash Bandicoot-Aufkleber. Der kommt natürlich auf meine Tür unten. Ein Loot Raider-Aufkleber, wen wundert's? Ein Türschild, ja, mit Komm und Zieh ab. Auch von Super Mario. Dann haben wir einen Sonic the Hedgehog Bouncy Ball. So wie die Kengo Balls früher, erinnert ihr euch wahrscheinlich noch. Dann haben wir einen, ne, der liegt hier noch, der ist gerade mit rausgefallen irgendwie. Einen Schlüsselanhängerpilz aus Mario, original aus Japan auch, so wie das, oder aus China, so wie das Schild hier aussieht. Und ja, das Geilste an der ganzen Box, passt auf. Wollt ihr sehen? Und eine Sonic-Spardose, ja, toll, ist das nicht awesome? Ja, freu dich ja, dort, freu dich doch ein Ast ab. Deshalb, wir sehen uns beim nächsten Video ja. wieder. Haut rein, Leute. Ich bin auch dabei. Tschüss. Tschö.